Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Diamond. Oh yeah. Im letzten Part haben wir die Siegestraße erreicht. Haben uns halt ein bisschen umgesehen. Haben uns da drin auch schon verlaufen. Und ich hoffe mal, dass ich den richtigen Weg weiterhin gehe. Ich bin eigentlich dämlich, ne? Das ist ein Kämpfer, der Kampf-Pokémon. Und mein Lucario hat Kampfschwäche. Ich hätte vielleicht meinen Kramchef vortun sollen. Gerade doch bei einem Mahomeiser, die auf jeden Fall meinen Kramchef vortun und nicht Lucario vorne lassen, weil ein Kreuzhieb bringt mich auf jeden Fall um. Und eine andere Kampfattacke sollte auch extremes Schaden anfügen, da, ja, muss sagen, kann Mahomeiser nicht gerade den kleinsten Angriff hat. Ja, komm, Kramchef. Du hast halt auch das Problem mit der Schwäche. Nee, Gott, Gott sei Dank. Funktioniert alles. Kreuzhieb trifft nicht mal, das ist gut. Fliegen. Sollte hoffentlich reichen. Hoffen wir mal. Überroller. Ging daneben. Oh, du Armer. Alter. Oh, ja. Ich habe ja schon Kaffee gemacht. Du musst ein bisschen kühl werden. Das ist nicht sehr, sehr warm. Natürlich überlebt er mit einem KP, ne? Ich kann nicht mal meinen Becher richtig greifen. Weil es einfach unglaublich warm ist. Hörst du auf damit? Flügelschlag und tschüss. Java-Update, ja. Hey, wisst ihr was? Ich habe mein PC neu gestartet, deswegen Java-Update. Geil, ne? Ich update Java aber nicht. Das kann auch so oft Java schreien, wie es will. Ich update es nicht. Kramchef 1012 EP. Das ist gut, ist gut. Johannes wurde besiegt. Ich bin der würdiger Gegner. Ja, ja, ich habe dich besiegt heute. Da war kein anderer Weg, ne? Ich musste also lang surfen. Da steht ein Trainer. Schutz wirkt anscheinend noch. Da kommt. Okay, Schutz wirkt schon noch, aber die sind halt einfach auf meinem Level-Niveau. Geil. Ne? Ja, egal. Ich kann fliehen. Du bist schnell genug, Lucario. Also, darum geht's nicht lang, dann muss ich gegen diesen komischen Trainer hier kämpfen. Und dann gibt's schon wieder zwei Wege. Entweder nach oben oder nach rechts, wie es aussieht. Geil, ich hasse es, wenn es 100.000 Wege gibt, ne? Ich meine, ich liebe es natürlich, weil es ist so, oh ja, geil, gib's mir, ne? Richtig hardcore. Nur, dass ich keinen Ball habe, wo ich jetzt genau hin muss. Das sieht ja kein. So, du bist, glaube ich, ein Geist, deswegen Dunkelklaue. Ja, richtig, du bist ein Geist, gut. Auf jeden Fall bist du weg. Gut. Das ist sehr effektiv, ich weiß, war geplant. Und Lucario, okay, kein Level. Noch ein paar Limpalim, die Weiterentwicklung gleich noch. Noch schöner. Von der Verena, vom Psycho Verena. Da ist ein Psycho und kein Geist. Egal, Dunkelklaue. Tötet hoffentlich. Ist sehr effektiv, ich habe einen guten Angriff, passt. Tschüss. Nein, es überlebt mit einem KP, mal wieder, mit einem Pixel. Bodygurt. Der Gurt kann durchgeschnallt bleiben, ich will ihn gar nicht haben. Dunkelklaue, tschüss! Ich habe wieder eine Aufnahmepause gemacht, ich muss zugeben. Es ist schon wieder der nächste Tag. Nein, halt, stopp, die letzte Part habe ich heute Mittag aufgenommen. Genau. Den letzten Part habe ich heute Mittag aufgenommen und jetzt ist heute Abend. In der Zwischenzeit war ich einkaufen. Joa. Now I'm here. Wenn ich jetzt wüsste, ob unten oder unten. Oben oder unten? Ja, gehen wir oben lang. Das könnte ein Rundlauf sein, hier. Schutz, ich guck mal kurz, bevor ich gegen den kämpfe. Wenn ich jetzt unten lang gegangen, gesurft wäre, dann wäre ich hier rausgekommen. Okay, gut. Ah, da unten geht's auch noch weiter. Ist ja ätzend. Alter, was ist denn das für ein großes Teil? Ich surfe jetzt mal darunter. Geht's überhaupt weiter? Ja, da geht's weiter. Das sind auch Trainer. Wie viel Trainer gibt's denn hier? Wie viel Kack-Trainer gibt es hier? Wie viel und warum? Meine Güte, Alter. Kauft euch mal Hobbys oder so. Macht irgendwas Sinnvolles und keine Ahnung. Olga. Immer diese Olgas, hey. Das ist ja echter Wahnsinn und
Oh, Entschuldigung, ich musste kurz niesen. Alter, war das ein Kack-Niesanfall gerade. Aurasphäre auf dich und Giftzahn auf ihn. Alter. Gott im Himmel. Puh. Immerhin vergiftet. Du wirst aber auch nicht sterben, leider. Was? Okay, es war ein Crit. Ich wollte gerade sagen, hey, das war heute nicht reich. So, Meditalzum ist weg. Das ist die größere Gefahr von beiden, glaube ich. Hey, Luca, der Level 50. Ist ja geil. Pyondragi reicht kein Level ab, leider. Hyperstrahl. Ich bin Stahl-Pokémon, du Vollidiot. Ja, doch, hat aber ganz gut Schaden gemacht. Ich habe mit weniger gerechnet, muss ich sagen. Ich habe ehrlich gesagt mit weniger gerechnet, aber naja, kann man machen, ne? Dann, obwohl du bist nicht sehr effektiv, aber es ist speziell. Knirscher mal probieren. Irgendwas wird schon Schaden machen irgendwann. Der Kaffee ist immer noch so warm, aber der schmeckt gut. Aurasphäre, aus der Achsel. Bams. Und mehr Schaden gemacht, als ich damit gerechnet hätte. Ich habe mit weniger gerechnet. Ich habe mit Verweiten weniger gerechnet. Aber es ist ja wie gesagt speziell. Mein physischer Angriff wurde gesenkt durch den Bedroher. Ich bin spezieller. 11.000. Wie geil. Einziger Vorteil, ich kann Big hämmern, wie ich will. Es entwickelt sich nichts mehr. Schalt da Rad nach vorne. Surf wieder mal weiter. Ich bin echt gerade verwirrt von dieser scheiß Pokéliga, ne? Siegestraße, nicht Pokéliga. Hier ist eine Treppe, wo komme ich da hin? Ah, okay, das ist das Item, das ist gut. Ein Sonderbonbon. Naja, immerhin etwas, ne? Das ist das Sonderbonbon. Da ist bestimmt auch was. Schade. Yay. Ich mache jetzt den Deckel wieder drauf. Ich habe mir nämlich damals so einen coolen To-Go-Becher aus Keramik gekauft. Ich glaube, ich schon mal erwähnt, ne? Und ja, den mache ich mir ganz gerne den Kaffee. Oder Tee. Weil der hat so einen To-Go-Becher aus Silikonaufsatz. Dann ist es ganz cool. Quella Divil, ne? So, jetzt gucken wir mal hier in die Steine an, ob da was ist. Nee. Gut, dann. Komm her, Junge. Siegerstraße, es scheint, dass wir am Ziel meiner Reise angekommen. Aber der Niederschrift des letzten Kapitels muss ich erst besiegen. Okay. Wenn du meinst, dann mein das mal. Ich meine ja, dass ich dich besiegen muss, Nikolas. Ich wollte gerade fragen, bist du in die Siegestraße gekommen, aber ein Kramchef ist schon eine gute Hausnummer, muss man sagen. Ein Kramchef ist schon eine Jude-Hausnummer. Ich meine, ich habe selbst eins. Ramaidon. Deshalb weiß ich auch, was du kannst. Du kannst Nachthieb, Flügelschlag und noch zwei Attacken. Oh, leider ein Stein, tut mir leid. Hat mehr Schaden gemacht, als ich gerechnet habe. Ich rechne heute mit so wenig Schaden irgendwie. Steinshagel. Ich bin schneller. Okay. Ich bin immer wieder erstaunt über das Speed von meinem Ramaidon. Über den, das die Geschwindigkeit. Und es hat Wirbelwind eingesetzt. Kann Kramchef Wirbelwind lernen? Wäre, glaube ich, gut möglich, ne? 981. Nikolas wurde besiegt. So hatte ich mein letztes Kapitel nicht vorgestellt. Ja, tut mir leid, Pech gehabt. Tiefblau, surfen, ja, mach. Ah, Kaskade. Ich hoffe, ich brauche keinen Blitz, Alter. Ich sag's euch, wenn ich jetzt Blitz auch noch brauche, dann aber. Holla die Waldfee, ne? Holla die Waldfee. Ich surf da mal runter. Ah! Oh, Drachenpuls gefunden. Geil, Lomatico. Dann surfe ich da wieder hoch. Ich habe irgendwie voll das gute Händchen für Sackgassen eigentlich. Okay, schade. Ich dachte, vielleicht kann ich das also auch automatisch hochgehen. Das ist ein neuer Kaffee, den ich mir da, ein neuer Cappuccino-Art, den ich mir da geholt habe. Der hat mein Arbeitskollege empfohlen und so schlecht schmeckt die gar nicht. Ich habe es mal komischer vorgestellt. Es ist ein Cappuccino Caramel Croccant.
Es klingt komisch, schmeckt aber eigentlich ganz gut, ne? Eigentlich schon ganz passabel. Kann man trinken. Ich meine, man kann es auch lassen, aber... Drachenstoß, haha. Ist noch heiß. Ja, doch, kann man schon machen. Drachenklaue. In meiner Verteidigung kommst du nicht vorbei. Da, pff. 37 KP. Ich muss gerade im Kopf überlegen. Aber ja, 37 KP, sehr langweilig. Sehr langweilig. Sehr langweilig. Tschüss, Knackse. 1512 Erfahrungspunkte. Edmund Stoiber wurde besiegt. Dass Edmund Stoiber Drachen benutzt? Ich meine, ich kenne den Typen zwar nicht privat, aber... Edmund Stoiber. Superschutz. Bin ich bald am Ende der Siegerstraße? Da kann man auch weiter surfen. Wo kann man da hin? Ach nö, da will ich nicht hin. Das ist so langweilig, da war ich schon. Riesenpilz. Dieser Stein ist halt immer so verdächtig für versteckte Items, deswegen quatsch ich mal an. Wo komme ich dahin zum Item? Eine Schafklaue. Schafklaue war für Snobili. Für Dings. Sneeble. Gedacht. Da ist ein Mann mal von der Höhle. Ein Zink. Ah, da hinten sind noch die. Lass mich dich mal, du wirst noch stärker werden. Du wirst viele Pokémon begegnen. Darauf solltest du stets denken. Die Welt wird immer für dich größer und aufregender. Denn da kommt man, glaube ich, erst mal den nationalen Dex erhalten hat. Gut, also war ich in den beiden Wegen schon. Da steht das auch auffällig kurz. Schutz wirkt nicht mehr, da muss ich jetzt nach unten an dem Opi vorbei. Ja, Opi, komm her, zeig mir, was du kannst. Show me your moves. Opi. Show me your moves. Albin. Ein Tentoxa, ich habe Erdbeben, das sollte helfen. Gegen das Tentoxa. Kann ich jedem empfehlen, wenn ihr Probleme mit Tentoxa habt, einfach Erdbeben. Empfehle ich euch ein Erdbeben, dann ist alles wieder gut. Selbst wenn es euch anschreit mit Kreide. Einfach Erdbeben ist alles gut. Erdbeben. Was ich mich frage, wieso sinkt die Verteidigung, wenn man mit schreit, als würde man... Okay, ich kann schon sagen, ich werde schon anfällig, wenn jemand mit so Fingernägeln zu einer Tafel so... so einmal ganz runterzieht. Das ist schon eklig, da werde ich schon leicht anfällig dann. Okay, macht Sinn, macht Sinn. Make Sinn ist abgesegnet. Kann happenen. Impoleon. Impoleon ist der Wasserstarter. Ja, mach doch selber, Shelterer. Im Veteran kein Drachenprofi, tut mir leid. So hätte Pelipper ausgesehen an der letzten Stufe. Aber wir haben ja keinen Pelipper, also ist es egal. Was sage ich mit Pelipper? Plinfa. Pelipper ist der hässliche Pelikan. Pelipper. Pelipper ist der hässliche Pelikan. Plinfer ist so ein süßer Pinguin. Der Pelikan wird zum der Pelikan wird zum Königspinguin. Kaiserpinguin? Nein! Oh Mann. Boah, Alter, Impoleon, du musst ja alles versauen, ne? So, Lucario. Ich weiß nicht, ob der Eisbeam hat, also Eisstrahl, deswegen. Ableitieb. Bäm, voll auf den Bauch. Es ist ja ein Stahl-Pokémon, das ist ein Vorteil. Ha. Das ist, glaube ich, der erste. Das sind die ersten drei Starter, wo wirklich alle drei Starter einen Zweityp haben. In der ersten Generation hat nur Glurak und Bisasflor einen Zweityp. Zweite Gen hatte gar keinen Zweityp. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, was kommt. Raumschiff wird schon regeln. Zweite Gen, Megani hat, war nur Pflanze, Tyrokrok, Imperator war nur Wasser, Geovazia, das war natürlich genau das Richtige, das ist jetzt auch die richtige Wahl. Ich werde gleich wieder rauswechseln. und
wie hieß, Turnupto war nur Feuer. Dritte Generation, Gewaltro war Pflanze. Jungglut, nein, wie hieß es nicht Jungglut, sondern Jungglut war die zweite Form. Logok war Kampffeuer. Und Morab, Sumpex war Bodenwasser. Hier in der Generation sind es Wasserstahl. Cheltara ist Pflanze Boden. Und Panferno ist Feuerkampf, ja. Das erste Mal, dass alle drei Starter an zwei Typen hatten in der letzten Form. Das erste Mal. Fünfte Generation hatten wir im Schluss selben Tapiran war Pflanzen-Pokémon. Mit Swatronen, mit Admurai nur ein Wasser-Pokémon und mit Flamberex Feuerkampf, ja. Sechste Generation hatten wir Psychofeuer mit Phinexis, mit Iastanish, nein, Brigaron war die letzte Form, mit Brigaron Pflanzekampf und mit Amphizle, Verschießle, letzte Form heißt, ja, ihr wisst schon, die letzte Form von Froxy. Wie heißt das jetzt? Bin ich jetzt so dämlich? Ja, ich weiß, das falsche Pokémon, ich weiß. Wie heißt das jetzt? Froxy, Amphizle. Quajutsu war Wasser und Licht. Da hatten wir auch mit jedem Starter zwei Typ. Siebte Generation, weiß ich nicht, aber Pflanze war Pflanze Geist am Schluss. Das weiß ich noch, ja. Der komische Robben-Ding da. Weiß ich nicht, ob das ein Zweityp hat am Schluss. Und das Feuer, dieser Boxer-Typ, der Wrestler, das war ja Feuer und Licht am Schluss. Da steht ein Trainer, das könnte richtig sein, deswegen gehe ich auf die anderen erstmal noch. Wie gesagt, so einem Mond kenne ich mich halt einfach null aus, wirklich gesagt. Selbst wenn ich das so. Da gibt es so ein komisches pinkes Pokémon, dessen Namen kann ich mir immer noch merken. Da geht's nach draußen. Das ist ein Steinrätsel nur. Okay, gut. Dann war das der falsche Weg wieder. Das ist gut. Aber vierte Gen war das erste Mal, dass alle drei Starter. Was sind. Finsteraura, geil. Dass jeder Starter ein Zweityp hatte. Das ist echt gut eigentlich. Bei die vierte Gen gar nicht zugehört, ne? Hätte ich der vierten Gen echt nicht zugetraut. Ein Bartschelter hat 50. Ja, war es gut. Dann kommst du nach hinten, Kramschiffen. Let's go. Dir fehlen 10 KP. Gib einen Trank. Ich habe alle Pokémon auf voller Gesundheit. Als hätte ich noch keinen einzigen Kampf bestritten. Obwohl ich schon, keine Ahnung, 10 hatte, 20 hatte. Auf höherem Niveau treffen. Ich bin das höchste Niveau, das dir je begegnet ist. Wenn ich mich mal selbst umbringen will, kletter ich auf dein Ego und springe auf dein Niveau. Tja. Wenn ich ernsthaft sterben will, dann kletter ich auf das Ego von meiner Mathematiklehrerin und springe auf das Niveau von ihr. Bis ich bei ihrem Niveau angekommen bin, bin ich schon 40 Milliarden Jahre lang verglüht. Bevor ich da unten meine Reste, wenn überhaupt Reste entstehen würden, da unten ankommen würden. Ja, weil ich mit so einer hohen Geschwindigkeit runterfallen würde, dass ich anfangen würde zum Brennen und verglühen würde. Bis ich da unten bin, dann alter Verwalter. Naja, aber egal, wir ragen nicht über meine Mathelehrerin, ich muss sie nie wieder sehen. Die gibt es weder morgen, die war bei meiner Abschlussprüfung dabei. Ah, wie gut. Ich muss sie also nicht sehen. Und ein Garadoof. Ramaidon machst du. Marsch der Ramaidon. I believe in you. I believe in you. I believe in you. Bevor sich Pilipa zu einem Impoleon entwickelt. Ja, muss ich halt mal aufpassen, aber passiert halt manchmal. Steinhagel, los.
Drachentanz, du kannst mich mal. Steinhagel, hoffentlich reicht's aus. Nein, ganz knapp nicht, schade. Gewissheit. Oh, armes Garados, armes Garados. Oh, Butzi Butzi Bubu. Kackteil, geh weg. Ey, Level Up für Ramaidon. Geil. Drachenprofi Jürgen. Ja, wir kämpfen in derselben Ort, bla bla bla. Ja. Da fahren die ganzen Moppets vorbei, Alter. Ist ja erst 18 Uhr. Okay, ist kurz vor 19 Uhr, also. Ist ja worst, aber trotzdem. Ich bin durch. Oh mein Gott, ich bin wirklich durch die Stiegerstraße. Was zur Hölle, Alter. Ich hab mich eigentlich nicht verlaufen. Ja, doch, ich hab mich vorerst verlaufen, das war. Oh mein Gott, ich bin da. Ich bin am Ziel meiner Träume. Bei der Pokémon-Liga. Ah, jetzt weiß ich, wo der Gang hinführt. Der, wo ich da das Ding brauche. Wo ist denn die Karte? Jetzt erinnere ich mich dran, weil diese eine Route habe ich 100.000 Jahre lang gesucht. Hinten ist nämlich noch eine Route, 224. Und wenn man durch diesen Höhleneingang geht, kommt man da raus. Jetzt weiß ich's wieder. Gosh, I'm so dämlich. I'm so fucking dämlich. So. Jetzt heilen wir unsere Pokémon. Mal ganz kurz. Wir sind endlich in der Pokémon-Liga, Leute. Im nächsten Part beginnt Pokémon-Liga-Time. Oh mein Gosh. Oh mein Gosh. Ich würde sagen, wir stellen uns vor den Typen hin, oder? Ja. Dann gehen wir nochmal zu Pokémon durch und dann sehen wir schon. Nein. Ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Ich muss gegen ihn auch noch kämpfen. Oh, ich Genius, Alter. Halt, geh nicht ohne mich. Du bist doch in die Liga, stimmt's? Deswegen bin ich auch hier. Mal sehen, wer von uns beiden vorbereitet. Besser vorbereitet ist. Kämpfen wir. Ich hoffe, der hat keine Pokémon auf Level 60. Staraptor. Welches Level bist du so, Marco? 48, okay, das geht ja. Kramchef gegen Staraptor. Bedroher gegen Extremst. Über immer Volltrefferchance. Aeroas, Alter, Marco, dich habe ich echt vergessen, ey. Sorry, ich habe dich echt lieb, Marco, aber ich habe dich total vergessen. Tut mir volle Kanne leid, Alter. Ein Critter, Kramchef. Das sieht nach einem Crit aus und das reicht sogar aus. Oh, arme Staraptor. Tut mir aber leid. Ich habe den Kampf gerade voll verschwitzt, ne? Ja, ich wusste so im letzten Part noch. Ja, irgendwann müsste doch jetzt auch noch kommen. Ach, stimmt, der kommt ja in der Pokémon-Liga erst mal. Brauche ja noch gar keine Angst haben, ne? Und jetzt war er da. Kann Bosche den meinem PM Draghi was anhaben? Eigentlich nicht, ne? Why not? Er hat das Panferno, ja. Eine Feueraffe sehen wir auch noch. Gut. Bojelin gegen Pion Draghi. Giftzahn. Durchbruch. Okay, ich bin nicht Pokémon, aber ich bin auch Gift, das ist neutral. Sehr effektiv und nicht sehr effektiv heben sich auf. Mit neutral raus. Ich bin auch neutral, aber weil ich nur neutral auf dich bin. Vergiftung? Danke, geil. Haha. I have einen Vorteil. I have eins Vorteil. Knirscher. Das setzt Eiszahn ein. Das sollte noch weniger Schaden machen. Na, das könnte mich einfrieren. Was aber nicht tut, Gott sei Dank. Und zwar, wie viel Schaden macht der Knirscher? Der macht fast gleich viel. Wird durch Gift verletzt. Nachdem ich jetzt nicht weiß, ob er heilt. Eiszahn, schade, okay. Wehe, danke. Akupressur, mal schauen, was ich steigere. Ist auf jeden Fall jetzt tot.
Fluchtwert steigt stark. Okay, er trifft mich jetzt schlechter. Aber mit der Aeros war es sowieso egal gewesen. Aber ich hatte ja kein Aeros, glaube ich. What comes next? Relaxo. Dafür habe ich ein Lucario. Oder ich kämpfe mit Piondragi weiter. Ich habe ein Lucario. Wird schon ausreichen, hoffentlich. Aurasphäre. Meine eilige Achselaura. Bams in dein Gesicht. 51, das Relaxo. Alter. Das war nicht mein... Aua. Aua, stopp, 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 warte. Ableithieb, ich habe eine Großwurzel. Bams. Mach am besten einen Crit, dann bist du wieder voll geheilt. Alter, wie es halt einfach ganz knapp nicht ausreicht, ne? Alter. Wie es mir mit der Großwurzel einfach fast 100 KP wiedergegeben. Alter, die Großwurzel ist der Hit, Alter. Der Hit. Der Shit, Alter. Der Shit. Das ist ja echt not to believe, ne? Alter. Einfach fast getötet komplett. Panferno kommt als nächstes. Gastrodon. Zeig doch mal, was du kannst. Aber ich schon fast glaubt, dass er dein Dingsbums kann, da hier Strauchler. Er kann es auf jeden Fall lernen per TM. Und der hat den Pflanzenorden ja rein theoretisch auch gemacht, also. Er kann die Dunkelklaue. Das ist wahrscheinlich das Beste, was er gegen mich machen kann. Gut, ich surf dann. 53. Ich hoffe, ich werde Cynthia einfach kloppen. In einem Run. I hope it. Mhm. Roserade. Mit wem habe ich jetzt noch nicht gekämpft? Ramaidon und Cheltara. Oder hat Cheltara was gemacht? Nee. Roserade. Cheltara, hoffentlich ist das letzte Bomben oder irgendwas, was ich ihm besiegen kann. Gut. Earthquake. Gift-Heap, ja, mach doch. Erdbeben. Ist eine verdammt starke Attacke, ist eine Step-Attacke. Hat eine Grundstärke von 150 bei mir. Der Gift-Typ hat eine Stärke von, keine Ahnung, 70, 80. Ich greife so fast mit dem Doppelten an. Oder mit, ja, wenn es 70 ist, mit dem Doppelten. Wenn es 75 ist, genau mit dem Doppelten. Also auch Step, ne? Ja, scheiße. Hm, fast verrechnet. Scatterborn, das kriege ich down mit meinem Ramaidon. Muss hoffen, dass ich eine Attacke überlebe von ihm. Also ich wollte halt einfach nur 20 Minuten Part machen, ne? Und dann... Ich wollte auch dem Veteran eigentlich schon sagen, der mit seinem Polion sagen wollte, so, ja, machen wir Pause für euch wieder, ne? Wenn es so unter 20 Minuten bleibt und jetzt, ja... Ich habe zu den letzten Pokémon von dem Veteran, mein kleines Panik. Mein kleines Panik, wir sind die Fähigkeit Überbrückung. Und jetzt Steinhagel. Du bist ein Käfer, Nachttief. Ich hätte eine Kampfattacke eingesetzt. Nein, Nachttief hat zwar eine Crit-Chance, aber trotzdem. Wow, hat's gebracht, ne? Also ich hätte nicht den Nachttief eingesetzt, weil zwar hohe Crit-Chance, aber trotzdem. Oh Gott sei Dank, ich hab getroffen. Ja, wir geben noch nicht geschlagen, ne? Ist alles möglich, ja.
deine Niederlage ist möglich. Aeroas? Hast du keinen Durchbruch oder irgendwas? Nichts. Hauptsache das Beaujolais hat einen Durchbruch, ne? Alter. Ich will noch einen Durchbruch oder irgendwas. Oder Nahkampf lernst du von selbst. Kacktyp. 2142. Marco wurde besiegt. Was ist denn gerade passiert? Mein Team hat besser trainiert werden müssen. 10.060. 600. Ja, ich bin für die Pokémon-Liga wohl noch nicht bereit, sonst würde ich ja nicht gegen dich verlieren. Verflixt noch eins passen. Du nah auf, sag ich dir. Ich werde stärker und schlag dich bis zum nächsten Pokémon-Liga. Ich werde nämlich der Champ, der Trainer schlichthin. Pepe, sieh zu, dass du ungeschlagen bleibst, bevor ich dich schlage. Ja, mal gucken. So, ich heile noch mal kurz meine Pokémon. Alter, ich bin so froh, dass ich letztes Mal meine Pokémon noch davor noch meine Pokémon geheilt habe. Oh, Gott sei Dank. Gut. So, dann kommt jetzt meine große Aufräumaktion. Ich stelle mich für den Typ hin, wie es geplant war. Denn ich werde all diese Pokémon, ich habe mich entschieden, sie auf 59 zu trainieren oder 60. Das sehe ich dann. 66 ist das Level Cap, ich würde eher sagen so 59 bis 60, aber das sehe ich dann schon. Werde ich die alle trainieren, alle 6 Stück. Ich werde in meinem Inventar alles Unnötige verkaufen. Also die Fluchtzeile brauche ich ja nicht mehr, die Schutz brauche ich nicht mehr. Blablabla. Und hier wieder alles auffüllen, was ich brauche. Hier auch alles verschwenden. Eisen werde ich nicht mehr benutzen können. Protein aber zumindest dann verkaufen. Top Chinesen einkaufen. Die Bälle werde ich alle weghauen. TMs gucken, wenn ich offscreen noch irgendwas holen muss, weil ich irgendwas brauche. Hole ich es mir noch. Und benutze natürlich dann auch die Bären. Ja, ist mir jetzt egal. Werde halt alles noch mehr organisieren, was ich brauche. Alle Items holen, die ich brauche. Attacken, Movesets, alles bearbeiten, dass am Schluss ich im nächsten Part, den ihr sehen werdet, also morgen dann für euch, für mich in ein paar Stunden, alles vorbereitet ist, dass mein Pokémon fertig ist, alles mögliche. Ich werde ganzen VMs wird wahrscheinlich nichts mehr da sein, außer eventuell hier Fliegen, Kraxler kommt weg, Stärke kommt weg, Zertrümmerer kommt weg, du hast nichts, der Kaskade kommt auch weg, also die kommen alle Unnötige weg und werden alles durch gute Attacken ersetzt. Und im nächsten Part sehen wir dann mit hoffentlich einem extremst guten Liga-Team. Und bis dahin sage ich Tschüss, bedanke mich fürs Zugucken und wir sehen uns dann morgen. Bye, Leute!